Die Frage lautet hier, wie viel ergibt diese Subtraktion? Eine von diesen fünf Antworten. Welche? Diese Subtraktion können wir umschreiben, indem wir hier diese Klammern fallen lassen und dieses Minus auf diese Klammern verteilen. So können wir schreiben, dass diese Differenz ergibt 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 und immer so weiter bis plus 2013 minus 2014 und zuletzt plus 2015. Also so. Jetzt nehmen wir diese Differenzen jeweils als Päckchen. Hier steht 1 minus 2, das macht minus 1. Hier steht 3 minus 4, das macht auch minus 1. 5 minus 6 macht wieder minus 1. Und 2013 minus 2014 macht nochmal minus 1. Hinten dran steht dann noch plus 2015. Also haben wir hier ein Vielfaches von minus 1. Wie oft kommt diese minus 1 vor? Um das abzuzählen, schauen wir die jeweiligen Subtrahenten, das heißt die Zahlen, die da jeweils abgezogen werden. Wenn wir die 2 durch 1 teilen, haben wir 1 mal minus 1. Wenn wir die 4 durch 2 teilen, dann haben wir ein zweites Mal minus 1. 6 geteilt durch 2 ist ein drittes Mal minus 1 und so weiter. Wir nehmen also jeweils die Zahl, die abgezogen wird, teilen die durch 2 und so erhalten wir die Anzahl von minus 1er. Insgesamt sind es also 2014 geteilt durch 2, das heißt 1007. Diese Rechnung ergibt also minus 1 mal 1007 plus 2015. Also macht das minus 1007 plus 2015, das heißt 1008. Und somit ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.